Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mario Kart 8 Deluxe mit dem Bramble, Christian, dem Sepp, dem Dalu und mir, dem Peter. Heute spielen wir Baby Daisy auf dem Flammenbike mit den Holzreifen und den Wolkenballons. Und natürlich 200 CC mit furiosen Items. Renn starten. Mal gucken, wie du dich heute schlägst, Peter, wo alle die gleiche Karami. Heute ist ja Motorrad, das ist immer was anderes. Ja, Motorrad habe ich noch nie gekonnt, deswegen rechne ich mir da erstmal nichts aus. Aber mal gucken. Ach. Tic-Tac-Trauma, ja. Was ist denn eigentlich der richtige Unterschied zwischen Motorrad und dem Bike? Macht er die Kurven enger oder? Das ist, Motorräder sind deutlich enger. Nee, auch abhängig vom Motorrad selbst. Der Scooter ist auch ein Außendrifter sozusagen. Es gibt halt Motorräder, die haben einen Instant-Drift. Also du gehst wirklich komplett straight um die Kurven. Das spielt sich richtig kacke. Also Gewohnheitssache. Ja. Was ist mit dem Flammenbike? Nicht so früh driften. Das finden wir dann raus, Peter. Achso, das weiß keiner von euch. Ich glaube, es ist ein Normal-Drift. Okay, schauen wir sofort mal. Auf jeden Fall ist einer der meistgespielten Strecken, der Cheap-Cheap-Strand, auch heute wieder dabei. Einer der schönsten. Guck dir das an. Ich glaube, wir alle gleich aussehen. Oh, die Hupe ist ja scheiße. Oh, fuck. Das war die falsche Taste. Und ist es ein In-Drift? Nee, ist ein Normal-Drift. Drift ist ganz normal. Das Yoshi-Bike. Lass mal hinten starten für geile Items. Nee. Die Steuerung ist schon ein bisschen anders. Alter, ein bisschen clunky, ne? Ja, wobei, eher direkt. Direkter. Ich hätte auch gesagt, direkter als direkt im Auto gerade. Vor 2 Tagen, 3 Tagen. Oh yeah. Alle Pilze haben, ey. Macht mal euch vom Acker. Du bist ein bisschen besoffen, weil du immer so viel korrigieren willst. Ja, das ist echt strange. Oh, ist clunky nicht, wenn das so hakelig ist und das einfach so komisch reagiert? Das nicht das, was ich meine? Leute, ich bin irgendwo gegen. Achso, Chris hat gerade eine geile Dings mit. Eine Tröde hatten alle. Bob! Alle? Ach shit, na egal. Drum da war eine Bombe. Oh, die war böse. Oh, Christian hat auch eine. Christian, der Bombenwerfer! Die war nicht Bombe. Nein, Christian! Was denn? Du warst innen! Die lief doch nach rechts. Och, ey, dieses Mario. Ach, das freut Peter aber. Wait, wieso hab ich kein Item bekommen? Ah, come on! Das freut uns aber. Jetzt erstmal ein Kugel-Willy? War ich mal Erster. Ich nehme natürlich auch den längsten Weg. Ich wusste gar nicht, dass hier hinten Strecke ist. Ja, den direktesten nimmt die leider nicht immer. Alter Junge. Boah, das gepumpt. Hast mich noch scheiße auf der Ziellinie überholt, du Fatzke, ey. Oh, danke, Dalu, für die nette Blaue. Die kam mir sehr gelegen. Ja, kein Problem. Peter. Ja. Das war belastend. Du. Was ist dieser riesen Eisklump eigentlich? Ist das eine eingefrorene Flamme? Ich hab die anderen, sonst kenne ich das, das nicht super aus, dem, aus dem Mario oder Nintendo Universum. Mario ist voll Spiel brutal, Dalu. Ist das einer? Nee, ne? Eingefrorenen Flammen. Ja. Ich finde das halt krass. Ja. Keine Ahnung. Und dann verbauen die da noch eine Rennstrecke drumherum und nutzen das als Touristenattraktion. Richtig crazy. Ja. Weißt du, was die Flammen sich denken? Ja, die können ja nur gucken und nichts mehr machen. Das ist für die, wie die Mindestlohn Hölle bekommen, die Flammen. Hölle wäre ja voll gut für eine Flamme, Gewerkschaft, oder? Ja. Ja, das ist recht, Alter. Oh. Das ist doch voll das Paradies. Oh, wo kommt denn hier die Banane her? Nicht, ey. Wie krass, du kannst mit Rosalina fast einmal drüber fliegen. Ja, ne? Ja. Du spielst so leicht. Ja? Daisy, stand da drauf. Auch gut. Macht da nix. Wer geschummelt? Ich bin geblockt. Was hab ich geblockt? Die rote, die hinter dir herfuhr. Oh! Ich war einfach zu schnell dafür. Ja, weil die dann irgendwann. Ach, dann explodiert die einfach irgendwann. Irgendwann ist sie weg, ja. Kann doch mal alles angerichtet. Ich hatte Scheiße, deswegen. Geil.
Die Uhr steht gut! Die Banane auch, steht. Alter! Wie viel Rote mir noch in den Arsch geschoben werden sollen, das gibt's doch nicht! Er schießt eine Rote nach oben! Die Uhr stand gut! Oh, ich hasse Mario. Na schon, fährt das mit? Ja. Bleib hier. Nein. Und ein paar Bananchen gelegt. Oh nein, Feuer, Feuer, Feuer! Oh, schade! Oh, das Feuer war bitter. Schade, Bram. Wie, das war bitter? Das hatte ich doch gar nicht getroffen. Ja, aber ich musste voll ausweichen. Ey, siehst du so süß. Das ist wieder typisch Welsep, ey. Oh, Feuer, Feuer, Bananen, Bananen! Aber ich hab mich alle nicht getroffen. Wir sollten das Feuer in Sorbetland einsperren. Sorbetland. Oh. Peter, ich möchte übrigens festhalten, dass ich 3 Rote hatte und die alle nicht auf dich geschossen habe. Damit Peter wieder eine gute Folge hat, ey. Genau deswegen. Wow. Und nicht, weil mir 3 Rote in den Arsch gegangen sind. Da habe ich ja nur einem Glück gehabt, von euch aus gesehen. Also. Wir müssen uns auch gegen Peters verbinden. Ja. Wenn Christian schon so ein Backup gibt. Ja. Er musste. Ja, hättet ihr mal nicht auf die Piste geschossen, wären die Roten auf mich gegangen. Aber das weiß er vorher nicht. Oh Gott. Ey, Motorräder gegen LKWs, da sehe ich uns. Jetzt. Guter Jay nicht da ist, der wird jetzt im Strahl einfach gegen seinen Bildschirm kotzen. Das ist aber auch kein gutes Vorbild hier, ja? Ich meine, ganz ehrlich, wer fährt mit dem Motorrad mit Babys auf einer Autobahn? Das stimmt. Das sollte man nicht propagieren. Müssen wir das Video jetzt ab 18 machen? Vor allem, das ist ja auch wieder so ein Höllending von Mario und der Gewerkschaft. Das Ding hat ja auch keinen Ausgang. Du kannst ja dein Leben lang nur im Kreis fahren. Ja. Du bist gefangen. Boah, der Slide war real. Warum hat sich mal einer um die Umwelt hier Gedanken gemacht? Glaube nicht. Das sind alles Elektrobusse. Wie hab ich das hier gemacht? Meinst du? Ja, so langsam wie die fahren. Ja, das stimmt. Ein Snipe. Die ganze Kombi ist aber gar nicht so bad. Also, das Bike. Ja. Also, es ist sehr balanced, finde ich. Schon. Boah, da bin ich ja auch zwischen den Autos durch, ey. Die tat weh. Hast du das Bömsken abbekommen? Hab ich das Bömsken abbekommen. Ich kann jetzt nicht, egal wie der klingelt. Ja, da hab ich mir eben auch gedacht. Wie lange hält die Rakete? Ist das so die unendliche? Normalerweise bist du 2 Leute. Ja, 3 Leute sogar, aber die hat auch eine maximale Reichweite. Alter, das ist ja unmöglich hier, Leute. Ich hab durchgehend Sterne und alles. Der nix. Ich hab nichts mehr gesehen. Alles ist schon wieder scheiße hier auf der letzten Runde, ey. Oh Mann, ich bin echt perfekt gefahren. Oh Mann. Aber zweiter ist auch gut. So. Ja, Mario Kart. Lieber Erster. Irgendwie ist Mario Kart auch so eine Marke von Nintendo, wir hätten sie noch mehr rausholen können. Es kann gerne mal ein neues kommen. Da kannst du jedes halbe Jahr 4 neue Strecken vorausbringen. Für 15 oder 20 Euro. Das ist ja ohne Scheiß. Nee, lass mal besser nicht machen. Du meinst, das wäre voll die geile Geldgrube? Ja. Auf jeden Fall. Ja, die Nintendo normalerweise überhaupt nicht nutzt, wenn die Spiele 3- und 4-fach neu rausbringen. Online Microtransaction für Skins für die Fahrer, andere Mützen oder so. Aber das können die mit ihrer Policy nicht vereinbaren, Dalu. Warum nicht? Warum nicht? Mit welcher Policy? Hier, ich wollte gerade sagen, also gerade Nintendo. Pokémon Go ist Suchtspiel. Naja, das ist aber eine andere Firma. Also. Pokémon steht da, Pokémon steht für Nintendo. Ja, genau. Deshalb haben die das ja outgesourced an eine andere Firma. Da kannst du die Policy ändern. Da ist das okay, Kinder abzuzocken. Ah, verdammt, das. Hör auf! Wer ist das? Boah, der Platz hier ist Christian hier mit seinen Bananen. Eben, kriminell. Das ist der Früchte-Express. Ja. Hey, Christian, ja, auch hier abschmeißen. Ja. Ist die Sau ja noch vorbei. Das war wieder mal richtig schlecht.
Ja, auch dabei. Oh ne. Bist du deswegen habe ich die roten behalten und nicht gegen Peter geschossen? Oh, hier an. Oh, Dalu! Oh, das hört bestimmt jetzt auf. Aua! Alter. Oh, was, Bram? Och, gib mir doch nicht hart. Doch, musste. Alter, Dalu. Trödelin! Warum liegt kann Peter eigentlich da vorne? Ja, weil Christian Peter verteidigt. Das stimmt überhaupt nicht! Nö. Nee. Alu wieder mit seinen Fake News. Weil Christian hat drei Rote, ja? Ich überhole Christian dann. Ja, ich hab doch gerade! Oh nein. Alter, das hab ich aber richtig kassiert. Ist ja nicht schlimm. Ach komm, bumm dich doch hart. Das ist das Schlimmste. Ach komm, ey! Peter braucht ein bisschen Backup. Alleine ist halt schwer. Kann das sein, dass Peter vor der Aufnahme so eine Ansage gemacht hat, ja. Wenn ich heute nicht gewinne, dann spiel ich nie wieder Mario Kart. Wieso musst du das fragen? Hättest du das nicht mitbekommen müssen? Vielleicht hast du weißt du, der hört nicht so gut. Ja, stimmt. Ja, genau. Der ist ja taub. Komm schon. Das ist ein Witz! Und da kommt die blaue! Ey. Hallo! Ich hab beide noch überholt! Peter! Nice! Meine blaue Treppe! Boah, ziemlich guter Witz! Ey, wo das denn? Genau auf der Linie! Holy shit, Silber! Ey, das passiert einmal im Jahr, dass ich eine Silbertrophäe kriege. Dankeschön. Und letzte Folge Bronze. Es ist einfach. Ah. Tanu, das war doch mal ganz schön knapp mit dir. Ich bin ja fast Förder geworden. Ja, Mario Kart ist immer gut für eine Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.